Hallo zusammen, heute geht's um Geräusche und Ventilatoren von solch einem Kühlschrank. Das ist ein Wemo 106F, also ohne Gefrierfach, da kommt noch eine Schublade rein und ein zusätzliches Tablau. Wir lassen den jetzt offen, nicht dass er mir abschaltet. Ich habe hier ein Netzgerät zur Stromversorgung, hier oben einen neuen Nanokompressor und hier habe ich vom Kunden einen Ventilator gekriegt. Der ist extrem leise. Halten wir mal so fest. Ich habe dann das hier, die Datenblätter runtergezogen. Ihr seht hier oben die Homepage von diesem Ventilator und da habe ich technische Angaben. Der steht Lautstärke bei 100% PWM, ist 36,9 Dezibel. Weitere Angaben finde ich nicht auf dieser Homepage, aber der Ventilator ist extrem ruhig. Aber es gibt da noch einen Kniff dazu. Wir haben einen Ventilator von Fandis drin. Der hat eine Lärmschall von 34,4. Wir gehen jetzt hier zum Ventilator. Und dieser Ventilator hat 3 Stufen. Also da kann man den Ventilator hier umstellen. Maximum, Mittel und Low. Jetzt ist er wirklich leise. Aber auf dem Datenblatt finde ich dann nur, dass er dann auf 1600 Umdrehungen läuft, wenn er ganz langsam läuft. Unser, den wir Standard drin haben, der läuft auf 1800 Umdrehungen. Habe ich schon ein Video gemacht mit diesem grünen Widerstand, das verlinke ich euch. Dann ist dieser Ventilator leiser als der. Und dann kann ich hier, wenn es warm wird, dreht er wirklich auf den 1800 Umdrehungen. Ich habe hier als Vergleich, ich habe hier, das ist die Raumtemperatur, die sitzt hier hinten. Und hier habe ich die Temperatur hier am Wärmetauscher. Ein bisschen isoliert und ich habe jetzt hier eine Differenz von 5 Grad oder 5 Kelvin, wo ich die Temperatur hier runterkriege. Also ich bin jetzt mit dieser Temperatur hier 5 Grad höher als die Raumtemperatur. Ich habe hier die Außentemperatur ist die gleiche. Was im gleichen Raum. Und hier habe ich eine Temperatur von 25,9 Grad. Ist der gleich große Schrank. Hier habe ich, sage ich gerade unten, beim anderen oben. Und hier habe ich diesen Fühler. Und wenn ich hier mit dem Feuerzeug den heiz, dann macht es irgendwann Klick. Und dann wird der Ventilator lauter, was eigentlich normal ist. Und jetzt geht natürlich seinen Prozess, bis hier die Temperatur dann runtergeht. Aber so habe ich natürlich, wenn ich hier eine höhere Temperatur habe, über 40 Grad, schaltet der Lüfter automatisch auf die höhere Leistung. Wenn gut belüftet ist, läuft er schwach. Wenn die Temperatur steigt, läuft er dann schneller. Wir sehen hier jetzt die Temperatur, wie sie sinkt. Wir gehen kurz weg und schauen dann nachher, was das jetzt läuft unter Volllast. Beziehungsweise ich stecke jetzt den hier aus. Der Widerstand ist hier in die Zuleitung eingesetzt.
Und ich habe ihn jetzt hier ohne diesen Thermostaten angeschlossen. Wir sehen jetzt hier, hier habe ich jetzt auch wieder die, immer noch die 5 Grad Differenz. Wenn ich den hochschalte auf, ja, Maximum ist er dann schon extrem laut, aber die Mittelstufe, dann ist er gefühlt auch schon lauter wie unser Standardventilator. Also dieser Lüfter, den mir der Kunde gebracht hat, haben wir eingebaut, der ist, ja, silent. Aber so silent ist der auch nicht. Und vor allem, ich muss ja dann da hier dazukommen, um den umzuschalten. Die Datenblätter, da steht dann nur die Vollleistung drauf, also nicht alle drei Möglichkeiten. Ich habe nichts Besseres gefunden. Ich habe zwar irgendwo anders gesehen, dass der eine andere Drehzahl hat, 3000, 2500 oder 1800. Unser hat 1800 Umdrehungen. Wir sind jetzt hier nochmals beim Kühlschrank. Der läuft jetzt auf Maximaldrehzahl, auf 1800, und der hat hier jetzt 24,6 Grad. Also das ist eigentlich die Standardausführung. Der Widerstand ist eine Option. Hier ist jetzt auf mittlerer Drehzahl auch runtergekommen auf die 24 Grad. Also wir haben eigentlich hier bei mittlerer Leistung, wo er gefühlt gleich laut ist wie unserer, habe ich die gleiche Abkühlung. Der wird beworben, dass er sehr leise ist, aber da hat er keine Luftleistung mehr. Wir haben auch Leute schon Lüfter vorbeigebracht, die laufen nur ganz langsam. Das sind dann mehrpolige Motoren, ja. Ist okay, aber die Luftleistung und die Unterkühlung hier, die muss gewährleistet sein, sonst braucht ihr mehr Strom. Wenn es kalt ist, ist das egal, aber wenn es warm ist, muss der Lüfter Volldampf leisten. Ich habe hier ein Video gemacht unter die Unterkühlung. Was das mit diesen zwei Thermometern auf sich hat, einfach nur mit unserem Standardlüfter. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.